Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und nicht wundern, wenn die Qualität nicht so gut ist, aber mein Handy ist leider kaputt gegangen. Und ja, jetzt habe ich mein altes Handy und die Qualität ist ja nicht so prickelnd. Aber ich dachte mir, bevor jetzt gar kein Video kommt, drehe ich jetzt ein Video. Und nämlich möchte ich gerne mit euch so Schüttel-Goodie-Bags basteln. Und ich habe diese Variante schon woanders gesehen, nämlich bei Katrin, bei 9900 Dinge. Die hat aber nur Goodie-Bags, das heißt ohne Schüttelkarten gemacht. Und ich dachte mir, man kann das doch auch bestimmt kombinieren. Und dann habe ich das eben kombiniert, habe eben in der Mitte eine Schüttelkarte oder eben oben oder unten, kann man ja sich aussuchen. Und dann außenrum eben Kleinigkeiten. Und das kann man zum Geburtstag verschenken oder eben zu Ostern oder zum Muttertag. Man kann ja auch kleine Sprüche reinmachen, eben mit Zettelchen und ja. Und das möchte ich mit euch heute basteln. Entweder benutzt ihr die Photofuse oder ihr benutzt eben die Variante, die ich immer gern benutze, früher ohne Photofuse, doppelseitiges Klebeband, müsst aber ein sehr, sehr starkes und es hält aber nicht lange. Deswegen, da müsst ihr schauen. Und bei Glitzer hält es nicht so. Aber sonst so große Sachen, so die Sachen, das würde halten, auch die Perlen, den ich mit Strasssteinen. Bei den Pailletten müsst ihr eben schauen, wie viel ihr reinmacht. Ja, dann wollen wir anfangen. Ihr braucht dafür einmal eine Folie. Ich habe die einmal halbiert, denn die Hälfte reicht eigentlich. Dann braucht ihr Papier in verschiedenen Farben oder Formen. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden, weil ich mache eine Violetta Schüttelkarte für meine Nichte. Dann braucht ihr eben Karten. Ich habe jetzt eben hier von Violetta, ich habe einen Sticker von Violetta und einen großen. Da möchte ich gerne so einen Bilderrahmen benutzen. Ich schaue mal, wie ich das so mache. Und dann eben noch ein paar Sticker habe ich hier. Hier habe ich ein paar Blüten. Dann habe ich hier so eine Halbperlenmatte. Dann habe ich hier Klebematte, wollte ich sagen. Eine Paillettenmatte. Kleber. Und hier habe ich noch was. Also verschiedene Sachen. Alles, was ihr gerne benötigt. Das ist jetzt auch nur eine Idee. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich möchte gerne die als Untergrund haben. Und hier möchte ich gerne oben drauf haben. Ich werde das, glaube ich, so machen. Möchte das aber ein bisschen erhöht haben, also nehme ich meine Klebematte und mache da erstmal Klebefest drauf. Aber nur an den Ecken. Es tut mir wirklich leid, wenn die Qualität nicht so prickelnd ist. Mein altes Handy hat auch keinen Zoom. Deswegen, aber ich mache das Beste draus. Nur ich dachte mir, bevor gar kein Video kommt, ist es auch blöd. Und ja, ich habe auch wieder bei der lieben Jenny bestellt. Das Paket kommt entweder die Woche noch, denn heute ist Mittwoch. Und die Fimo-Sachen hat sie schon, denn ich möchte jetzt gerne mit Fimo anfangen. Habe eben ein paar Sachen schon bestellt, welche habe ich schon hier. Und dazu möchte ich eben auch ein Video machen und das andere, die Reste weiß ich nicht, entweder kommt die Woche noch, glaube ich. Und wenn nicht, kriege ich eben nächste Woche das Paket, aber es ist auch nicht so schlimm. Und ja. Aber das seht ihr weiter. Und so, jetzt schneide ich das außen rum, dann ist es erst noch nicht schlimm, wenn es schief ist. Denn ich finde das eigentlich ganz cool, wenn es schief ist. Ich werde auch eine neue Roomtour noch drehen, auch mit dem alten Handy jetzt, denn mein neues Handy, was jetzt kommt, dauert noch ein bisschen und in der Zeit ist es blöd, wenn ich da nichts drehe und deswegen werde ich so machen. So, jetzt habe ich das so und möchte gern in die Mitte, glaube ich, die Karte haben. Ich werde entweder die Karte oder das Herz. Ich glaube, ich nehme die Karte und dazu vielleicht noch so einen Schmetterlingssticker.
ich habe hier ganz verschiedene Sachen liegen. Also ich überlege es mir immer dann erst, aber nie vorher. Aber ich glaube, ich nehme meine 3D-Schmetterlinge. Ich hole die mal. Die sehen so aus. Und die habe ich bei... Wo ist denn her? Bei Teddy, glaube ich. Genau, bei Teddy habe ich mir die gekauft. Und ich finde die ganz cool. So sehen die jetzt aus. Und ich hoffe wirklich, die Qualität ist soweit in Ordnung. Und davon werde ich jetzt dann einen dazu packen. Das werde ich, glaube ich, schräg machen. Genau, und an die Seite werde ich so von dieser Strassmatte, so Halbperlen, gibt es im Neuberg Kick, finde ich so cool. Da werde ich, glaube ich, entweder mache ich die. Oder ich mache Strasssteinchen, also für diese. Ich nehme die. Die ist ein bisschen schöner, dann nehme ich meinen Kleberroller einfach. Denn der ist eigentlich sehr gut. Den habe ich auch von Herma, ist der. Und den habe ich, glaube ich, von. Weiß ich gar nicht, woher, wo habe ich ihn denn her? Xenox? Oder... Ich weiß es wirklich nicht, tut mir leid. So. Festdrücken. Und dann wieder abschneiden. Also manchmal klebt er nicht, aber eigentlich ist er sonst immer ganz gut. So. Ihr müsst eben richtig da festdrücken. So. So, ich drücke mal richtig fest, dass es auch hält. Die Roomtour wird eben morgen wahrscheinlich hochkommen. Oder übermorgen. Ich glaube eher morgen. Ich werde die heute drehen und morgen kommt die hoch. Und wenn ich schaffe, kommt das Video heute hoch. Heute ist Mittwoch. Entweder kommt es eben heute hoch oder es kommt eben morgen Donnerstag hoch. Da schaue ich mal. So, das habe ich. Das werde ich dann so drauf kleben. Da werde ich aber wieder die Klebepads nehmen, damit das ein bisschen erhöht ist. Das sind die neuen Sticker, Kartensticker. Nämlich von der Staffel 3. Und ja, ich wollte gerne das Sammelalbum haben, um mir das mal anzuschauen, aber leider habe ich das nicht gefunden. Und deswegen mal schauen. Ich werde mir auch jetzt bald bei Amazon violette Sticker kaufen, dieses Stickerbuch. Ich glaube, von der dritten Staffel gibt es jetzt ein neues. Ich weiß nicht, muss ich mal schauen. Aber das wäre mal cool. So. Das klebe ich schräg drauf. So. Ich möchte, dass du hältst, also bleib. jetzt nehme ich, glaube ich, entweder nehme ich so einen Sticker jetzt. Ich muss jetzt mal rausholen. Für meine kleine Fummelarbeit. Also entweder würde ich so einen Sticker nehmen und das hier drauf kleben, oder ich habe eben hier noch so kleine und ich könnte eben so versetzt draufsetzen. So. Oder ich setze den hier drauf. Ich bin immer so, ich probiere mal gern aus, bevor ich mich so festsetze. Ich
könnte eben auch den hier. So, genau. So werde ich das, glaube ich, machen. Dafür verwende ich meine kleinen Klebepads. Die habe ich bei... Boah, ich weiß das immer nie. Zumindest mal Ideen mit Herz gibt's die. Und gibt's die noch? Ach, schon sogar zwei. Cool. Wo gibt's die denn noch? Irgendwo gab's die noch. Ich weiß es aber leider nicht, denn ich bin vergesslich. Und das sehr zur Zeit. Ich wundere, wenn es ein bisschen laut ist. Meine Mama putzt gerade die Fenster und ja, mit der Leiter hat sie immer so kleine Probleme. Deswegen konnte ich vorhin auch das Video nicht drehen, sonst wäre es jetzt schon längst online. Aber sie putzt eben im ganzen, in der ganzen Wohnung die Fenster. Und dann so, dann hier oben das noch. Das werde ich mit Strasssteinkleber. Es ist blöd, dass er nicht zoomt, also ihr seht, er stellt es nicht scharf und das ist echt blöd. Denn, weil wenn ich kleine Sachen habe, ist das ein kleines bisschen schwierig, aber ich kriege das schon gemeistert. Hier oben mein kleines Herzchen. So. Somit wäre die Karte schon mal fertig. So hätten wir schon mal die eine Hürde geschafft. Und jetzt kommen wir eben zur nächsten Sache, nämlich das in eine Folie eben einschweißen und dann Gutis rein zu machen. Ups. Hier habe ich ja die Folie. Und ich merke gerade, ja, die Karte ist ein bisschen groß, deswegen muss ich mir eine neue Folie nehmen. Denn die passt nicht so ganz rein. Ups. Na gut. Neue Versuch. Ich werde die wahrscheinlich so mittig machen. Hier außen. Und werde mir aber jetzt schon mal außen die Naht setzen, dass ich die Schüttelkarte schon mal drin habe. Aber nur da und da. Ihr seht das jetzt. Ich drücke eben das Lineal hier so ran. Und beginne mit meiner Schweißnaht. Der Fotofuse muss auch 10 Minuten vorheizen. Und ihr müsst sehr vorsichtig sein, der ist wirklich, der wird heiß. Und das nicht ungelogen. Der wird sehr, sehr heiß. Also ich habe mich da schon ein, zwei Mal schon verbrannt. Und da würde ich wirklich aufpassen. Müsst ihm langsam mit Kraft drüber rollen und dann gibt es eben diese Schweifnaht. So, und jetzt kann ich mir eben überlegen, was ich hier so reinmache, und oben werde ich wahrscheinlich, müsste passen, die Schmetterlinge reinmachen. Die muss ich eben jetzt runterrutschen. So. Und der eine Schmetterling und kommen dann eben auch die anderen Holzelemente rein. So, so. Also da müsst ihr auch eben schauen, was ihr da reinmacht. Zum Beispiel meine Nichte ist eben 11 und wird eben mit 12. Und sie mag eben, fängt jetzt eben an mit Basteln und hat jetzt auch einen kleinen YouTube-Kanal, kann ich ja mal unten verlinken, wenn es euch interessiert.
ist aber erst nur ein Video drauf und sie fängt wirklich komplett von vorn an. Aber ich unterstütze sie eben, weil sie meine kleine Nichte ist. Und das gehört sich. Jo. So. Und das kriegt sie eben dann als Geschenk. So als Eröffnung von YouTube oder dass sie eben jetzt so angefangen hat, so gesagt. Und ja. So, jetzt habe ich hier was. Jetzt kann ich eben hier was reinmachen. Ich werde hier wahrscheinlich Pailletten reinmachen. Da hole ich mir mal welche raus. Und ich werde da so welche reinmachen. Die habe ich nur von Jenny bekommen. Kann ich ein paar reinmachen. Ich hoffe, das klappt auch soweit. Einen Löffel dafür. Das ist eben jetzt so ein Gemisch, denn ich habe die überall einsortiert und das ist so der Rest, der übrig geblieben ist. Und so, ich mache das jetzt so. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich das komplett runterbekomme. Das ist eben das Blöde, sagen wir mal so, daran, wenn man das eben so arbeitet. Aber so seht ihr mal, wie das wirklich dauert. Ich werde das nicht schneiden, gar nicht. Und werde das eben in der Länge so lassen. Dass ihr eben wirklich sieht, wie das so ist, wenn man das macht. Das ist eben jetzt wirklich nur eine kleine Menge. Ich schiebe die eben jetzt mal richtig voran. Mein Fotofuse. Es kann sein, dass ihr jetzt nichts seht. So. 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 Jetzt ist hier eben das. Das hole ich jetzt wieder raus. Das stört. Aber das kann drin bleiben. Ist nicht so. Naja. Nicht so schlimm. Sie kriegt von mir was selbstgebasteltes. Das kommt hier oben rein. Nämlich habe ich ja Schlüsselanhänger gebastelt und sie mag Violette. Und da dachte ich mir, sie kriegt dann von mir eben einen Anhänger mit Violette. Und da kriegt sie den hier eben. Und ja, ist eben was selbstgebasteltes. Braucht da eben nicht selbst gebastelte reinmachen, aber ich finde das so, es ist eben erst ein Satz als Pocketletter, kann man das so gesagt machen. Und ja, umgedreht kriegt es aber noch gut. So, das will ich dann so reinmachen. Ich werde das so zuschmeißen, werde es aber von hinten machen. So. So. Das ist selbst gemacht drin. Und jetzt, ihr könnt wirklich alles Mögliche reinmachen, was ihr gerne möchtet. Ich werde noch ein Sticker reinmachen, denke ich. Da wird sich, glaube ich, hier von Violetta Ludmila das nehmen einfach. Das kommt noch rein. Hier werde ich, glaube ich, auch ein Stück Glitzermatte reinmachen. Ich mache jetzt immer eben von hinten, weil sonst kann es sein, dass sie die Naht aufreißt, weil das Gerät eben immer heißer wird. Aber okay.
So. Jetzt mache ich eben nochmal Washi-Tape rein. Da werde ich jeweils zwei Stück reinmachen. Da werde ich, glaube ich, das hier benutzen. Kriegt ihr mir jetzt wirklich ein komplett großes von mir, aber ihr könnt eben es kleiner machen. Und ja, das ist wirklich eure Art. Das ist jetzt wirklich nur ein Vorschlag und ich zeige euch eben jetzt einfach wirklich nur, wie eben das Prinzip ist, wie das geht. Aber das ist nicht schwer. Entweder braucht ihr wirklich Fotofuse, was am besten ist, was ich euch wirklich empfehle. Mit doppelte Klebe müsst ihr wirklich ausprobieren. Das habe ich noch nicht gemacht, das kann ich ja mal machen. Aber das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert und kann dir ja auch nicht sagen, ob es gut ist oder schlecht ist. Und ja, da müsst ihr euch selbst ausprobieren. Hier werde ich jetzt nochmal etwas Glitzersteinchen reinmachen. Ihr seht, und dann ist es schon auch fast voll und es ist doch schon ordentlich. Und sie hat eben Schüttelkarte. Hier muss ich jetzt erstmal das reinmachen, denn das muss ich ja jetzt verschließen gleich. Ich werde lilane Pailletten nehmen, das ist ganz klar, denn Violetta ist eben lila. Ich werde aber nicht allzu viele nehmen. So. Transparente. So. Und ein paar Halbperlen kommen da auch rein. Darf ich hiervon noch ein paar reinmachen, so silberne aber. Und dann war es das auch, denn zu viel ist auch nicht gut. Aber das könnt ihr auch wieder eben selbst variieren, was ihr da genau reinmacht. So. Das mache ich jetzt zu. Jetzt einmal um. Ich ziehe das wirklich immer nach hinten. So. Man muss langsam aber mit Kraft drücken. Denn sonst kann es sein, dass ihr die Nadel nicht zumacht. Ich gehe mal gerne ab und zu mal öfters rüber. So. Und ihr seht, so sieht es jetzt schon aus. Man könnte es eben mit so lassen. Aber ich mache eben jetzt noch ein bisschen rein. Ich werde eben jetzt so. Ich werde einmal die Strassmatte reinmachen. Und ihr seht, es dauert schon und irgendwo ist es gerade aufgegangen. Ach da, ah.
Ja, hier ist es zum Beispiel jetzt aufgegangen, weil ich aufgepasst habe und ich wahrscheinlich dagegen gekommen bin. Das ist aber kein Drama. Denn das kriege ich jetzt einmal schnell zugeschweißt. So. Und so ist das. Jetzt muss ich eben da nochmal drüber. Ich hoffe, wir können gehen. So. Das kann eben passieren, wenn eben da zu viel Luft drin ist. Ist aber nicht schlimm. Wenn ihr dann eben immer noch vorsichtig rüber geht nochmal, ist alles in Ordnung. Und jetzt kann eben nichts mehr rausfallen. Ich bin gerade nochmal. Aber jetzt ist es wirklich sicher. Das jetzt noch zumachen. Ihr müsst eben auch unten ein bisschen Platz lassen. Weil sonst könnt ihr das nicht zuschweißen. Ich lasse ihm jetzt ein bisschen Luft dort. So. Und jetzt nach unten, da werde ich jetzt eben nochmal ein paar Pailletten wahrscheinlich reinmachen. Oder Perlen, glaube ich. Das ist auch ganz schön mal was anderes. Das kommt noch schnell mal weg. Da muss ich mal schauen, welche Perlen ich da benutze. Oder ich glaube. Ich mache da, das, da fängt es an. Ich glaube, ich werde da aber Charms reinmachen, Metall-Charms noch. Dann hole ich mal welche raus. Und dann war es das auch. Sie mag Füchse. So. So. Wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ihr seht, das ist wirklich Arbeit, sowas. Also das geht nicht in 10 Minuten, sondern man muss schon ein paar Minuten schon mehr einrechnen. So, hier kommen jetzt die letzten Charts. Und hier noch das hier rein. Und dann war es das auch. Ich wollte gerade die Schere nehmen. So. Jetzt können wir das ordentlich abschneiden.
go. Und fertig wäre dieses Ersatz-Pocket-Letter mit Goodies eben. Und ich finde das eigentlich ganz toll, sowas. Ich finde das sehr schön von Katrin, dass sie das gemacht hat. Und ich dachte mir, irgendwie kann man doch das beides zusammen ersetzen. Denn so hat man eben eins. Und wenn man keine Pocket-Letter will, kann man eben sowas auch machen. Das klappt dann auch eben mit doppelseitigem Klebeband, aber ich denke nicht mit Pailletten. Ich habe die jetzt auch nur einmal reingemacht, weil ich nicht weiß, ob sie die genau braucht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben, vielleicht noch ein Abo. Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt, irgendwie Videos, Wünsche oder Sachen, die ich zeigen soll oder basteln soll oder andere Sachen, dann lasst es mich da unten in der Kommentare wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!